Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege Fussem, für die Versäumnisse in der Verkehrsinfrastruktur sind ja immer viele verantwortlich. Also wir wissen ja, dass es in den letzten Jahren eine Reihe von Regierungswechseln gegeben hat. Und da würde ich, glaube ich, auch grüne Regierungsbeteiligung nicht ganz von ausnehmen, aber auch die Zeit, wo Sie an der Regierung waren in den 5 Jahren. Grundsätzlich geht der FDP-Antrag aus unserer Sicht in die richtige Richtung, auch wenn man natürlich auch da die Frage stellen kann, was in den Jahren 2009 bis 2013 passiert ist, weil die Ergebnisse, lieber Christoph Rasche, der Bodewig-Kommission sind ja fast identisch mit den Ergebnissen der Dehre-Kommission und die hat schon im Herbst 2012 die Ergebnisse vorgestellt. Also hätte man ja auch sozusagen gucken können, was in diesem Bereich schon passiert ist. Aber was grundsätzlich klar ist und was auch richtig ist aus meiner Sicht an dem FDP-Antrag, dass der Koalitionsvertrag, den SPD und CDU in Berlin geschlossen haben, deutlich hinter das zurückgeht, was in der Dehre-Kommission mit 16:0 beschlossen worden ist. Es ist ganz klar festgestellt worden, es gibt ein Defizit von 7,2 Milliarden Euro im Jahr. Wenn man jetzt, wie Sie das getan haben, Herr Kollege Fussem, sagt, es sind 5 Milliarden auf 4 Jahre festgeschrieben worden, dann ist das eine einfache Rechnung. Es fehlen jedenfalls laut aller Analysen 30 Milliarden auf 4 Jahre gerechnet und 5 Milliarden sind im Koalitionsvertrag eingestellt worden. Das heißt, wir haben ein Defizit nur beim Erhalt. Es geht ja nur beim Erhalt, es geht nur um den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur, also Straße, Schiene, Wasserwege, von 25 Milliarden Euro in den nächsten 4 Jahren. Und es ist auch richtig, was in der Begründung des Antrages festgeschrieben ist, es ist eine Gefährdung unseres Wirtschaftsstandortes hier in Nordrhein-Westfalen. Das werden alle Betriebe, das werden alle Unternehmen, die Mittelständler, die kleinen und die Großbetriebe zu spüren bekommen, wenn hier weiter Straßen und Schienenwege verfallen, so wie das jetzt der Fall ist. Und deswegen müssen wir das hinbekommen, was wir auch im Ausschuss intensiv debattiert haben, nämlich dass es eine gemeinsame Initiative gibt, fraktionsübergreifend. Ich glaube gar nicht so sehr, dass es ein Parteienstreit ist, sondern ich glaube, es ist ein faktischer Bund-Länder-Streit, wo die Länder miteinander in Berlin ganz klar auftreten müssen und sagen müssen, wenn wir die Verkehrsinfrastruktur in den nächsten Jahren erhalten wollen, dann muss es eindeutig mehr Finanzmittel geben aus Berlin. Das ist völlig unstrittig. Und da muss man dann leider in Richtung Berlin sagen, in Richtung der CDU, weil das ist ja im Wahlkampf so gefahren worden, man kann keine Strategie fahren, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Man kann nicht sagen, wir haben ein deutliches Finanzierungsdefizit, aber dann Nein sagen zu Steuererhöhungen, Nein sagen zu einer Ausweitung der Lkw-Maut und bei der Pkw-Maut dann nur diese seltsame Geschichte mit dieser Ausländer-Pkw-Maut machen, die wahrscheinlich, wenn überhaupt, 300 Millionen Euro einbringt. So, wir haben ein Finanzierungsdefizit, aber es wird nicht beantwortet von Seiten Berlin und insbesondere bei der CDU, weil das war ja ihr großer Wahlkampfschlager, zu sagen, keine Steuererhöhung. Es wird nicht beantwortet, wo das Geld herkommen soll. Und ich mache die klare Prognose, es wird nicht mehr Geld geben und wir werden in 4 Jahren noch schlechter dastehen wie heute, wenn diese Strategie fortgeführt wird. Ich begrüße sehr den Brief, den der NRW-Verkehrsminister zusammen mit unserem grünen Verkehrsminister aus Baden-Württemberg, Winne Herrmann, geschrieben hat, weil da noch mal ganz klar formuliert worden ist, es geht um die Umsetzung der Bodewig-Kommission, es geht darum, einen überjährigen Fonds zu schaffen, damit Gelder am Jahresende nicht verfallen und es geht darum, dass man mehr Finanzmittel zur Verfügung stellt. Das ist, und da, es ist ein Spagat, das ist mir klar für die SPD, die auf der einen Seite Regierungspartei in Berlin ist und auf der anderen Seite sozusagen diese Defizite hier anerkennt. Aus meiner Sicht muss die Initiative aus den Ländern kommen und da muss viel lobbyiert werden und ich bin mal sehr gespannt. Bei Herrn Dobrindt weiß man ja eigentlich noch gar nicht, in welche Richtung es geht. Ich habe jedenfalls bisher überhaupt noch keine inhaltlichen Aussagen von ihm wahrgenommen. Der Mann ist ja nun auch schon 4 Monate im Amt und andere Minister sind schon zurückgetreten aus der Regierung. Ich bin mal sehr gespannt, was sozusagen der erste politische Aufschlag in dieser Richtung sein wird. Was sagt er zu dem Prüfauftrag Ausweitung der Lkw-Maut? Wir sind doch ganz klar miteinander, wir müssen eine klare Nutzerfinanzierung hinbekommen. 98% der Straßenschäden werden durch Lkw verursacht. Deswegen muss diese Bundesregierung beantworten, wie geht sie mit dieser Frage um, wo soll das Geld herkommen. Wir aus NRW sind dazu bereit, glaube ich, fraktionsübergreifenden Aufschlag zu machen. Deswegen stimmen wir natürlich der Überweisung des FDP-Antrages zu. Wir sollten im Ausschuss beraten, wie man aus dieser Vorlage einen gemeinsamen Antrag macht und dann gemeinsam als Landesparlament an die Bundesregierung signalisieren, wir sind das größte Bundesland,
Wir sind der größte Wirtschaftsstandort. Wir haben hier marode Verkehrswege. Ich glaube, jeder, der hier tagtäglich unterwegs ist, sieht das, auch im Vergleich zu den ostdeutschen Bundesländern. Wir müssen das gemeinsam auf die Reihe kriegen, nicht gegeneinander. Das ist eine wichtige Aufgabe für uns alle. Und von daher sollten wir in diese Richtung diesen FDP-Antrag weiter diskutieren. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Locke.